Europäische Parlament mit gesetzgeberischer Gewalt auszustatten und die Bildung einer europäischen Regierung, die durch das Parlament gewählt wird und dem Wohle aller europäischen Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen verpflichtet ist. Wir verlangen, dass die Städte und Regionen die konstitutionellen Träger der Europäischen Föderation sind. Wir appellieren an die Regierungen und Parlamente Europas sowie an das Europäische Parlament, an den Europäischen Rat und an die Europäische Kommission. Mehrere Dutzend Europäerinnen und Europäer aus verschiedenen Ländern versammeln sich in diesen Tagen an verschiedenen Grenzübergängen, um an den 70. Jahrestag des Studentensturms von St. Germanshof an der deutsch-französischen Grenze im Pfälzerwald für ein vereintes Europa ohne Grenzen zu erinnern. Damals wie heute repräsentieren wir alle politischen wie geistigen Richtungen. Wir sind eng verbunden mit den Grundfesten der europäischen Kultur und sind überzeugt, dass nur eine europäische Föderation diese Werte vor der tödlichen Gefahr retten kann, die sie bedroht. Wir erheben Protest gegen die Doppelzüngigkeit der Regierungen, die immer wieder von der Notwendigkeit einer europäischen Einigung sprechen, sich aber in weiten Teilen verweigern, weitere notwendige Teile ihrer Landeshoheit der größeren europäischen Einheit zu opfern. Die Europäerinnen und Europäer verlangen, dass ab sofort grenzüberschreitende Lösungen zur Prävention oder Eindämmung von Gefahren für die innere Sicherheit oberste Priorität eingeräumt werden muss. Grenzschließungen oder Einreisebeschränkungen müssen die absolute Ausnahme bleiben und zeitlich streng begrenzt sein. Wenn begrenzte Einschränkungen von Rechten und Freiheiten zum Schutz vor der Epidemie als vorübergehend notwendig angesehen werden können, müssen sie in Form von koordinierten europäischen Maßnahmen umgesetzt werden. Wir verlangen, dass die EU endlich Kompetenzen in der Gesundheitspolitik erhält. Insbesondere um ein europäisches Gesetz zum Schutz vor Infektionskrankheiten auf den Weg zu bringen. Wir verlangen, dass die EU-Kommission ihre Rolle als Hüterin der Verträge wirksam wahrnimmt und Verstöße gegen die Regeln des Schengener Abkommens strenger überwacht. Wir appellieren an die Europaorganisation. Wir haben uns in einer europäischen Aktion geeint, um unsere Solidarität mit denjenigen Organisationen kundzutun, die aufrichtig bestrebt sind, die nationalen Hoheitsrechte einzuräumen und eine supranationale Föderation auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit jenseits von Nationalität und Herkunft zu bilden. Wir erklären hier diesen Organisationen, dass wir für die gemeinsame Idee mit Leidenschaft eintreten. Wir appellieren an die europäische Öffentlichkeit. Zum ersten Mal in der Geschichte marschieren wieder junge Europäerinnen und Europäer an die Grenzen, die weder Krieg noch dauerhafte Grenzkontrollen erlebt haben. Und zwar, weil sie genau darum gerade wieder bangen müssen. Um Zusammenhalt, Einheit, Frieden, Freiheit und um offene Grenzen. Die augenblickliche Zersplitterung durch Egoismus und Gier ist sinnlos und gefährlich. Das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert. Allein durch den europäischen Bundesstaat kann unserem Kontinent in Zeiten der großen Herausforderungen der Globalisierung soziale Sicherheit und Wohlergehen für alle gegeben werden. Allein durch die europäische Einheit können im Frieden die europäischen Werte geschützt und entwickelt werden, die unsere gemeinsame Kultur darstellen. Allein durch die Bildung der Einheit Europas tut heute jeder von uns seine Vaterlandsliebe kund. Wir verlangen, das Europäische Parlament mit gesetzgeberischer Gewalt auszustatten und eine echte europäische Regierung zu bilden. Europa muss auch künftig Gegenwart sein. Will heißen, die Zukunft ist der europäische Föderalismus.